Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat. Und ja, am vergangenen Donnerstag ist der neue Patch in World of Tanks erschienen und wir haben einen komplett neuen Forschungsbaum bekommen, den Forschungsbaum der Italiener. Ich denke, ihr habt es alle mitbekommen. Ich persönlich möchte euch die Panzer in den nächsten Tagen vorstellen, jedenfalls so schnell wie ich halt durchkomme mit dem Grind. Ab der Stufe 6, ich habe mit freier Erfahrung tatsächlich bis Tier 6 die Panzer übersprungen und habe angefangen mit dem P43 BIS. Warum habe ich das gemacht? Weil ich jetzt nicht so der allergrößte Fan von Low Tiers bin. Ich habe gehört, dass der 5er gar nicht so schlecht sein soll. Nichtsdestotrotz ist es jetzt ehrlich gesagt nicht so meine Tierstufe und ich denke, dass ihr relativ zügig selber in den Genuss kommt, zumindest die Panzer 1 bis 5 auszuprobieren. Und ich möchte euch dann jetzt im Folgenden auf meinem Kanal zeigen und wie gesagt, heute starten wir mit dem 6er, ob sich das Ganze überhaupt lohnt für euch, wie der Grind so ist und was ich für einen Eindruck von den Panzern habe. Und wie gesagt, wir starten heute mit dem P43 BIS, den ich jetzt ein paar Runden gefahren habe, den ich jetzt mittlerweile auch gemeistert habe. Und ich will ihn einfach mal in den Vergleich setzen zu dem VK3001P, wo ich finde, die Ähnlichkeiten sind am größten. Ansonsten habe ich hier noch so diese Standard-Mediums auf der Tierstufe 6 mit reingenommen, den Cromwell, den Easy 8, den Schritzwan 74 und den T3485. Und wir schauen uns einfach mal so das Leistungsprofil an und anschließend habe ich natürlich auch noch zwei Replays für euch dabei. Wenn wir uns den Schaden pro Minute anschauen, dann fällt sofort auf, dass er da in einem relativ guten Spot unterwegs ist. 2002 Schaden pro Minute mit der Top Gun. 240 Alpha-Schaden hat die Top Gun, also das ist nicht schlecht. Und vor allem haut die Kanone richtig rein, wenn ihr denn es schafft, die Gegner zu treffen und zu penetrieren. Der VK3001P ist ähnlich aufgestellt, hat nicht ganz den Alpha-Schaden, hat nur 220. Dafür ein bisschen mehr Penetration mit 145. Aber wie gesagt, vom Spielstil her hat es mich doch sehr, sehr an den VK3001P erinnert. Der Cromwell eine deutlich höhere DPM, genauso wie der Easy 8. Dafür beide aber mit deutlich niedrigen Alpha-Schaden, 135 und 115. Der Easy 8 ja auch noch mit einer extrem schwachen Penetration. Dafür ist der Easy 8 aber mit 12 Grad Gun Depression ein wahres Ridgeline-Monster. Und vor allem kommt der Panzer über diese schnell feuernde Kanone, also diese 200 Schaden, die er in der Minute mehr macht. Wenn ihr wirklich in der geilen Position seid, dann merkt man das schon. Der Stritzwan 74 ist hier so ein bisschen abgeschlagen, genauso wie der T3485. Beide haben aber deutlich mehr Penetration und eigentlich sehr angenehme Alpha-Schadenswerte für die Tierstufe 6, 150 und 180. Also das merkt der Gegner schon und ihr kommt halt relativ schnell wieder in die Verlegenheit zu feuern, wenn ihr mal daneben geschossen habt. Beim P43 ladet ihr immerhin 7 Sekunden nach, aber 7 Sekunden auf der Tierstufe 6 für 240 Alpha-Schaden ist jetzt, denke ich, gar nicht so verkehrt, wenn ihr daran denkt, dass der Tiger 1 auf der Tierstufe 7, also noch eine Tierstufe drüber, nur ein bisschen schneller nachlädt, also von daher der P43, was jetzt so alleine diese Schaden pro Minute Werte angeht, eigentlich ein relativ starker Panzer. Ihr habt 48 Schuss dabei, ihr könnt hier als Premium-Munition noch APCR verwenden, die APCR hat aber auch nicht wirklich einen dollen Durchschlag, also das gucken wir uns dann gleich im Spiel nochmal an. Einziehzeit und jetzt kommen wir zu einer wirklich, ja, nervigen Sache, 2,3 Sekunden Einziehzeit und es fühlt sich manchmal so an, wenn ihr denn euren Turm oder die Wanne bewegt, dass ihr Einziehzeiten von einem T49 oder einem KV-2 habt. Also das Gunhandling auf dem Panzer ist wirklich alles andere als schön. Da ist es im VK3001P deutlich angenehmer. Ihr seht das hier schon, 2,21 Sekunden Einziehzeit. Hört sich auf den ersten Moment nicht viel an, 0,36 Genauigkeit, aber die ganze Waffe funktioniert in meinen Augen einfach besser und wenn der Cromwell voll eingezielt ist, dann trifft er wenigstens die Ziele auch verlässlich mit einer deutlich besseren Genauigkeit. Der Stritzwan 74 hier ist ein bisschen das Maß der Dinge, was die Waffenhandhabung angeht. 1,73 Sekunden, 0,32 Genauigkeit, also das ist hier schon wirklich auf der Tierstufe 6 eine Ansage. Die Dispersion-Werte während der Bewegung, während der Tank Reverse und während der Turret Reverse irgendwo im Mittelfeld nicht wirklich stark, aber VK3001P und Cromwell haben deutlich schlechtere Werte. Die beiden Easy 8 und Stritzwan 74 wieder deutlich bessere Werte und der T3485 schlechtere Werte. Gun Depression 7 Grad ist durchaus sehr, sehr brauchbar.
Wobei man sagen muss, dass es ja auf der Tierstufe 6 doch sehr viele Panzer gibt mit mehr Gun Depression. Ich denke da jetzt an den Easy 8 mit 12 Grad oder den Stridsmann, der hier echt einen raushaut mit 15 Grad Gun Depression. Ansonsten 8 und der T-34-85, der hat auch 7. Also ihr seid bei der Gun Depression ungefähr auf der Stufe vom T-34-85. Schauen wir ganz kurz auf die Beweglichkeit und da wird es jetzt wirklich, da gibt es jetzt von mir ein dickes, fettes Minus. Steht zwar 50 km/h dran, aber ich glaube, ich habe es mit dem Panzer noch nie geschafft, auf 50 km/h zu beschleunigen, außer bergrunter. Cromwell und der VK beide deutlich mobiler. Der Cromwell ja sowieso auf der Tierstufe 6 das Maß der Dinge, wenn es um Beweglichkeit geht. Easy 8 wird hier auch mit einem bisschen langsamerem Tempo angegeben. Ja, der fährt nur 48 km/h. Aber er hat die gleiche Engine Power 520 PS bei einem deutlich niedrigeren Gewicht. Das bedeutet, dass er eine viel, viel bessere Power-to-Weight-Ratio hat. Also auch der fühlt sich tatsächlich mobiler an. Das ist auch das erste Stichwort. Ich bin den Panzer am Anfang komplett Stock gefahren, nur mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und der Top-Motor ist wirklich schon Pflicht. Ihr fangt mit einem Motor an, wo ihr echt das Gefühl habt, ihr sitzt in einem KV2, wo ihr einfach nicht von der Stelle kommt. Mit dem Topmotor sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, aber wie gesagt, weit entfernt von den Spitzenpanzern hier, was die Beweglichkeit angeht. Power-to-Weight-Ratio von 15,66 ist nicht wirklich ja, toll. Und dann auch die Terrain-Resistance-Werte, die sind jetzt nicht schlecht, sind im Prinzip identisch mit dem VK3001P. Aber halt nicht zu vergleichen mit denen der anderen 6er Mediums, die es deutlich einfacher haben, auf anderen Untergründen sich voranzubewegen. Bei der Panzerung 80 mm Panzerung, die Wannenpanzerung ist hervorragend. 80 mm Wannenpanzerung ist hier so das Beste, was ihr auf der Tierstufe 6 bekommt. 80 mm Turmpanzerung, na gut, da kommen andere drüber. VK3001P hat sogar 100 mm, der T-34-85 hat 90 mm. Also, ja, ihr habt zwar ein bisschen Panzerung, das hilft euch vielleicht gegen Tier 4 und gegen Tier 5, aber alles, was ab Tier 6 aufwärts unterwegs ist, ballert euch durch die Wanne und ballert euch auch durch den Turm. Also das sollte euch klar sein, dass ihr euch hier in einem Szenario, wo ihr gegen 7er oder 8er ran müsst, absolut nicht auf eure Panzerung verlassen könnt. Und bei den 7 Grad Gun Depression, da wird es dann halt auch schon schwer, die gesamte Silhouette des Panzers zu verstecken. Und wir wissen alle, wie das Matchmaking aussieht. Ihr werdet in der Regel gegen Achter ran müssen und wenn es gut für euch läuft, nur gegen Siebener. Ihr seht ganz, ganz selten die Medaille von der anderen Seite, dass ihr mal 3, 5, 7 Top-Tier seid und gegen Vierer ran dürft. Also ich glaube, das habe ich ein einziges Mal bis jetzt erlebt, wenn überhaupt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Also das ist eine Sache, die euch klar sein sollte. Vergesst die Panzerung, guckt einfach auf die Schadenswerte pro Minute, guckt auf den Durchschlag und bei 140 Durchschlag, gerade in einem Achtergefecht, da müsst ihr dann hin und wieder auch mal den Zweierknopf drücken. Die View Range 360 Meter auch nicht wirklich berühmt, aber da sind sie alle nicht so richtig stark. 370 Meter ist hier das Beste, was wir bekommen können beim Easy 8 und beim VK3001P. Aber 360 Meter, ich habe jetzt auch noch keine Sichtperks auf der Crew. Ich fahre den Panzer mit Coated Optics. Ja, ich komme gerade so an die 400 Meter ran, das war es dann aber auch. Also tatsächlich kann man überlegen, ob man den 6er vielleicht gleich mit Schernfernrohr fährt, weil viel bewegen könnt ihr euch in dem Panzer auch nicht. Da seid ihr häufig sehr stationär, da kann es auch dann Schernfernrohr bringen. Das müsst ihr selber wissen und ich würde sagen, alles andere schauen wir uns einfach im Game an, weil das kann am besten zeigen, wie sich der Panzer verhält. Ja, das erste Replay, was ich euch mitgebracht habe, sind wir unterwegs auf Paris in einem 5-10 Matchup. 5-7er, 10-6er. Und ich möchte zu den beiden Replays, die ich euch jetzt mitgebracht habe, sagen, dass es tatsächlich die beiden besten Spiele waren, die ich bis jetzt in diesem Panzer zustande bekommen habe. Einfach, weil ich euch ein bisschen Gameplay natürlich zeigen möchte. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt ein Video gesehen von Quickie Baby, wo er gesagt hat, der Tier 6 Panzer in diesem italienischen Tech Tree, in diesem Forschungsbaum, ist so ein bisschen der Sweet Spot. Also ein schöner Panzer. Ich persönlich hoffe, dass das nicht so ist. Mir persönlich macht dieser Panzer absolut keinen Spaß. Er ist unglaublich unmobil. Wie gesagt, die Waffenhandhabung von diesem Panzer macht mir auch absolut keinen Spaß. Und ja, langsame Panzer ohne Panzerung, das ist so für mich ja, mit das Schlimmste, was es in World of Tanks gibt. Also ich kann gerne damit leben, keine Panzerung zu haben, dafür Mobilität.
oder dicke Panzerung und dafür halt keine Mobilität. Das ist für mich alles in Ordnung, aber guckt euch einfach diese Einzelzeit an und dann schießt ihr dann doch daneben. Die Reloadzeit ist ganz angenehm, dass man quasi 7 Sekunden später wieder feuern kann und dann trefft ihr manchmal auch. Aber wie gesagt, das Gunhandling hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Ich glaube, der ging jetzt blind rein, der flog auf jeden Fall gerade. Und für mich ist diese Kombination aus nicht wirklich brauchbarer Panzerung, vor allem vor dem Hintergrund, in was für Gefechte ihr regelmäßig als Sechser geworfen werdet, und dann die mangelnde Mobilität. Also dann setze ich mich tatsächlich lieber in sowas wie den Cromwell oder den T-34-85M. Die sind einigermaßen mobil, die können auch die Gegner flankieren, wo ich mich dann auch auf offenen Karten, also auf Paris, da brauchen wir jetzt nicht darüber sprechen, dass wir uns irgendwo in eine Flankierposition bringen oder schnell ausweichen. Aber auf offenen Karten, das ist mir aufgefallen, da sind andere Sechser-Mediums halt einfach deutlich geeigneter dafür, schnell mal zu verlegen, dann wirklich die Heavys auch zu flankieren. Aber mit dem P-43 BIS passiert euch das so gut wie nie. Und von daher, wie gesagt, der Panzer ist auf jeden Fall kein Panzer, den man jetzt mit freier Erfahrung überspringen muss. Aber wenn man es kann, dann kann man das durchaus in Betracht ziehen und man verpasst meiner Meinung nach ehrlich gesagt nichts. Das hat jetzt nichts damit zu tun, also ich fahre eigentlich gerne hin und wieder Tier 6, aber dann auch Panzer, die, weiß ich nicht, die mir Spaß machen, die irgendwie, ja, die irgendwie besser sind. Also ich denke da an so einen Schritzwan 74, ich denke da an den Cromwell. Ich fahre auch lieber den Easy A zum Beispiel, über den T-34-85M zum Beispiel, brauchen wir gar nicht reden. Aber gegen zum Beispiel so einen T-34-85M seht ihr halt einfach in diesem Panzer mega alt aus. Der DPMt euch einfach weg, er ist mobiler, das Gunhandling funktioniert besser. Also das ist auch so eine Sache, dass es auf Tier 6 doch durchaus den einen oder anderen Panzer gibt, der deutlich besser unterwegs ist als der P-43 BIS. Also, wenn ihr die nötige Zeit bekommt von den Gegnern, dann könnt ihr in der Regel eigentlich auch eure Schüsse, eure 240er Kellen gut anbringen. Wenn ihr aber mal in die Verlegenheit kommt, irgendwie einen schnellen Schuss anzubringen, dann wird euch diese Kanone regelmäßig im Stich lassen. Also, wenn ihr nicht voll eingezielt seid, jedenfalls geht es mir dann so, oder ist es mir so ergangen, habe ich eigentlich nichts getroffen. Guckt euch das an. Der Schuss, ich kann froh sein, dass ich jetzt nicht mein Teammate getroffen habe. Also solche Schüsse solltet ihr euch von vornherein einfach direkt verkneifen. Und wir wollten noch mal ganz kurz schauen, was denn der Panzer 180 mm Durchschlagskraft hat er auf der Premium APCR. Das wird auf Tier 7 nicht deutlich besser. Da hat er, glaube ich, 195 mm Durchschlag auf der Premium Munition. Nichtsdestotrotz, wir machen hier, glaube ich, eine ganz gute Runde, haben hier doch schon Schaden austeilen können, haben schon zwei Panzer rausgenommen, vor allem einen der 7er, den Panther, der hier sicherlich sehr gefährlich hätte werden können. Tarnwert von dem Panzer ist jetzt auch nicht unbedingt berauschend. Gut, man kann jetzt auch dazu sagen, ich habe jetzt keine Tarnung auf den Panzer draufgepackt, weil es mir das nicht wert war. Ich wollte eigentlich an dem Abend noch den ganzen Panzer durchgrinden, habe ich jetzt leider nicht geschafft. So, ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen auf der Flucht vor den Heavys. T29, schwerer Panzer Nummer 6, der VK36-9H und der Tiger 1. Zwei 7er und zwei 6er Heavys, die hier gerade über unsere Flanke rollen. Es steht zwar 11-9 für uns, aber hier muss doch noch ein bisschen AP weggearbeitet werden vom Gegnerteam und aus meinem Team. Die Arti fährt Richtung Cap. Ein einziger kommt jetzt so zurück, um hier zu helfen. Der 5er bleibt so ein bisschen da in der Mitte stehen. Die Su-100 fährt da auch. Ja, so ein bisschen ziellos durch die Mitte, der T-71. Gucken wir mal. Den Schuss machen wir sogar. Jetzt kommt jetzt hinter mir leider der T-29. Aber wir treffen den auch noch mal. Auf kürzere Entfernung funktioniert die Kanone ganz gut, aber ich bin jetzt hier an der Stelle raus. Gute Nachrichten, unser Team gewinnt das noch. Und das war schon wirklich eine der beiden besten Runden, die ich in dem Panzer absolvieren konnte. Ich könnte euch jetzt auch Runden zeigen, wo ich absolut keine Chance hatte, wo die Kanone nichts getroffen hat. Also von dem Gunhandling bin ich nicht überzeugt, von der Mobilität bin ich nicht überzeugt. Das
müsst halt ihr für euch entscheiden, ob es euch das wert ist. Ich persönlich werde mich da durchgrinden. Ich werde auch durch den 7er durchgrinden, einfach um ihn euch präsentieren zu können. Ist das jetzt für mich wirklich ein Sweet Spot? Ist das jetzt ein Panzer, den man sich in die Garage stellen sollte? Mit an, also für mich ganz, ganz sicher nein. Beim 7er weiß ich es noch nicht. Wie gesagt, den habe ich noch nicht gespielt. Für den 6er gilt aber bei mir auf gar keinen Fall, bleibt er in der Garage. Sobald ich den durchgegrindet habe, verkaufe ich ihn wieder, weil es halt absolut nicht mein Panzer ist. Wie gesagt, ich könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr den auch schon gegrindet habt oder wenn ihr gerade dabei seid, wie er euch Spaß macht. Ich habe im Stream gelesen, dass es viele gibt, die sagen, ach, der macht mir eigentlich doch ganz gut Laune. Also wie gesagt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich persönlich mag ihn absolut nicht. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal die Panzer-Ass-Runde an. Ja, wir sind auf der ganz neuen Karte unterwegs, auf der Map Provinz. Ganz neu ist sie ja nicht. Viele von euch kennen sie noch aus den Zeiten, wo sie ja, ganz am Anfang des Spiels sogar noch für Tier 10 zulässig war. Dann irgendwann hat Wargaming gesagt, die Karte ist einfach viel zu klein. Maximal bis Tier 3 geht's noch. Das war meistens so ein Riesenschützenfest und dann hat man irgendwann komplett gesagt, so, wir müssen die überarbeiten, wir nehmen sie raus. Das ist jetzt hier die überarbeitete Version. So ein typisches Wargaming Map-Konstrukt. Ihr habt hier wieder ja, 60% der Karte, wenn man hier oben noch die Ränder mit zuzählt und hier dieses Riesenzentrum. 60% der Karte, die man nicht bespielen kann. Das erinnert stark an Fischerbucht, das erinnert stark an Fjorde. Das erinnert stark an so manche Map, die Wargaming in Anführungszeichen überarbeitet hat. Zu dem Video gibt es, oder zu der Karte wird es selbstverständlich noch ein Kartenkunde-Video von mir geben. Aber wir können jetzt hier schon mal die ein oder anderen Spot besprechen, beziehungsweise den ein oder anderen Parameter. Wir sehen jetzt auch, wie der P43 BIS gleich Probleme bekommen wird aufgrund der schlechten Power-to-Weight-Ratio. Wir sind jetzt hier rüber gejodelt. Type 64 hat uns gespottet, kann uns beschießen. Auf dieser Karte gilt nach wie vor, wer den Cross wagt, gewinnt meistens auch. Also wir haben hier Ost-West-Konflikt und Nord-Süd-Konflikt. Und wenn ihr es schafft, hier Kreuzfeuer aufzubauen, indem ihr hier rüber crosst und alles hier spottet, dann habt ihr hier meistens CDs stehen, die hier rüber schießen können, wo ihr nicht gerade wenig Spot-Damage einfahren könnt. Mit Heavies würde ich euch ehrlich gesagt den Cross nicht empfehlen. Wenn ihr hier unten mal schaut, der IS, ich weiß nicht, ob der hier unbedingt richtig aufgehoben ist, hier rüber zu crossen übers offene Feld. Da wäre ich wahrscheinlich lieber hier gerade zugefahren hätte, die A1, A2, A3-Position, da wo der Spick ist besetzt. Wir mit schnellen Mediums und mit Lights, da sollte man auf jeden Fall den Cross wagen. Und diese Position hier, die ich jetzt anfahre, die ist eine ganz interessante Position, weil ihr hier die Möglichkeit habt, regelmäßig in Deckung zu fahren. Wir haben drei Artis, ich kann hier Artis safe stehen und ich kann das Gegnerteam spotten für meine TDs, die sich drüben standesgemäß nicht bewegen. Also, die Karte Provinz hat sich eigentlich vom Gameplay her nicht geändert. Es ist halt immer noch dieses über die ganze Karte snipen und halt wer die besseren Cross bringt, wird diese Karte auch gewinnen. Also nicht wirklich schwer zu verstehen, die Meta auf der Karte. Und an der Meta hat sich auch bei der Überarbeitung nicht wirklich was getan. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass es andere Schusskanäle gibt, andere Positionen. Aber so ganz grundsätzlich ist die Spielweise der Karte nach wie vor identisch. Wir haben jetzt hier den ersten Spot-Schaden bekommen, 569, der Proxy-Spot auf die Bad-Jet 25 Tonnen, jetzt schon 25 Tonnen, 12 Tonnen, 12 Tonnen. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, auf den UI zu schießen. Er wurde nochmal getroffen für 202 und wir können ihn für 108 rausnehmen. Also, nächster Unterstützungsschaden und unser erster Kill. Jetzt haben wir hier noch einen M6 gespottet. Der Löwe, den scheint hier gar nichts zu kümmern. 140 Penetration wäre beim Löwen vielleicht gegangen. Ich habe mich jetzt hier dazu entschieden, weil es ein Achtergefecht ist und weil ich hier mit dem einen oder anderen Heavy gerechnet habe, erstmal auf APCR zu laden. So, wir haben jetzt hier auch noch den M6. Und ihr seht das, es funktioniert ganz gut, wenn ihr hier die Gegner spottet, die sich nicht großartig versuchen aus der Base zu bewegen. Wir haben jetzt drüben einen Chito, der auch gecrossed ist, der wird sicherlich für sein Team den einen oder anderen Unterstützungsschaden bringen. Aber wir haben hier mit deutlich mehr Panzern den Cross gewagt und das sollte ja, für uns besser laufen. Wir haben jetzt hier noch einen Bulldog. Der IS hat es tatsächlich lebend hier rüber geschafft. Und ihr seht, was wir hier machen. Ich versuche jetzt hier aus dieser Position rauszufahren, um den IS zu unterstützen. Wenn er sich hier die Schüsse vom Löwen fängt, beziehungsweise wenn er hier den Löwen baitet, dann solltet ihr ihn nicht alleine lassen, aber IS steht jetzt auch nicht so, dass er
von der Artisafe ist und jetzt ist er leider rausgegangen, aber wir können den Moment nutzen, um hier den ersten Schuss auf den Löwen zu bringen. Der Löwe ist gestunt und hat gerade geschossen, das heißt, wir können schneller nachladen und können dem Löwen hier sogar noch einen drücken. Jetzt möchte ich hier aber nicht länger gespottet stehen bleiben, bevor eine der drei Artis sich dazu entscheidet, mich zu beschießen. Ich halte den Löwen jetzt hier im Proxy-Spot und hoffe, dass eine meiner Artis, wir haben ja auch noch drei Stück, hier vielleicht den Löwen für mich rausnehmen kann. Erste Arti schießt daneben, zweite Arti schießt daneben. Ich gucke schon immer so in einer Erwartungshaltung rüber auf meine Artis. Also immerhin versuchen sie ihn rauszunehmen. 7 zu 4. Also ihr seht, unser Cross, selbst der KV4 hat das überlebt. Also unser Cross hat doch ganz gut funktioniert. Und jetzt hat mich der Scorpion erlöst. Nicht die Arti, sondern der Scorpion aus meinem Team hat mich erlöst und hat mir endlich hier diesen Löwen weggeschossen. Jetzt hatte ich gerade mega Glück, dass der Rheinmetall daneben geschossen hat. Ich hätte den Schuss trotzdem wahrscheinlich überlebt. Er hat die kleinere Kanone drauf, die 12,5 cm Kanone. Nichtsdestotrotz wären das HP gewesen, die ich vielleicht noch gebraucht hätte. Hier diese Mauer kann man übrigens nicht einfahren, habe ich jetzt gemerkt. Jetzt haben wir hier einen schönen Trackshot gebracht für Schaden. Also ihr seht, wenn das Gefecht einigermaßen statisch läuft, dann könnt ihr mit dem P-43 auch ganz gute Gefechte haben. Dieser Panzer lebt halt ehrlich gesagt, und das ist eine Sache, die jetzt meinem Spielstil nicht so zugute kommt. Er lebt von statischen Gefechten, von diesen Blocksituationen, wie jetzt hier auf Provinz oder auch auf Paris. Sobald das Gefecht auf einer offenen Karte dynamisch ausgetragen wird, wo ihr dann mal schnelle Snapshots bringen müsst, mal schneller einzielen, da ist der P-43 BES meistens, guckt sich einfach diese Einzielzeit an. Ja, die Geschossfluggeschwindigkeit ist auch nicht wirklich berauschend. Also bis ihr eingezielt habt, ist das Ziel meistens schon verschwunden oder von den Verbündeten rausgenommen worden. Das ist so eine Sache, die ja, den Panzer bei mir nicht in der Beliebtheit steigen lässt. Und dann, wie gesagt, habt ihr gesehen, wie langsam wir den Berg hochgekommen sind. Und ich würde sagen, wenn ihr eher den Panzer so ein bisschen als TD begreift, ich glaube, dann könnte das ein relativ guter Panzer für euch sein, ein relativ guter Sechser. Also für mich ist das eher so die Spielweise ähnlich wie bei einem TD, sehr gediegen. Sobald das Gefecht statisch wird, habt ihr doch gute Chancen, mit dieser 240 Alpha-Schaden-Kanone ordentlich Schaden zu machen, vielleicht auch ordentlich Spotting zu liefern. Sobald das Gefecht aber auf offenen Karten, Redshire, Malinovka, Pokorovka ausgetragen wird, da habt ihr erstens von der Mobilität her das Nachsehen, zweitens von diesem schlechten Gunhandling das Nachsehen und drittens habt ihr halt auch nicht die View Range mit den 360 Meter. Da braucht ihr schon eine wirklich sehr, sehr gute Crew, um auch vernünftig auf offenen Karten gegen Lights und andere Mediums zu bestehen. Das ist so ein bisschen mein Fazit zum P-43 BES. Wie gesagt, für mich auf jeden Fall kein Panzer, der in der Garage bleibt. Nicht wie ein Cromwell oder ein T-34-85, die auf jeden Fall bei jedem irgendwie einen Platz in der Garage sicher haben sollten. Das ist hier bei dem Panzer, denke ich, anders. Aber man kann den auf jeden Fall grinden. Es ist jetzt nicht so, dass es eine absolute Last ist, wie beim AMX 65 Tonnen oder so, sondern man kann den schon vernünftig spielen und man kommt auch auf gute Resultate. Ich würde sagen, wir werfen jetzt einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde, die wir uns angeschaut haben auf Paris, war erster Klasse, 62.000 Credits bekommen, 2.712 Erfahrung, Großkaliber gemacht. Schauen wir ganz kurz auf die Teamscore, 2.684 Schaden, bis wir geplatzt sind. Also wir haben doch noch zwei Treffer blind gesetzt auf den Wolverine und den Achilles. Zwei Kills haben wir gemacht, 904 Basiserfahrung, das war schon erster Klasse, 904 Basiserfahrung, also die Anforderungen bei dem P-43 BES sind jetzt nicht allzu hoch. Schauen wir ganz kurz auf den detaillierten Report. 20 Mal geschossen, 16 Mal getroffen, 12 Mal immerhin penetriert. 2059 Schaden über eine Entfernung von 300 Meter, also auch das ist möglich. In 4 Minuten 50, bis wir vom T29 rausgenommen worden sind. Und obwohl wir doch das ein oder andere an APCR geschossen haben, haben wir hier einen Plus von 10.000 Credits eingefahren. Schauen wir ganz kurz auf das zweite Match. Das war unser Panzerass, 63.000 Credits bekommen, 3.448 Erfahrung. Schauen wir hier ganz kurz auf die Teamscore. 1.614 Schaden, 2 Kills, 1.149 Basiserfahrung. Nicht nur, weil wir den Schaden überwiegend an Achtern gemacht haben, am Rheinmetall und am Löwen, sondern weil wir halt auch noch die Spots gebracht haben. Alles war im Prinzip auf das, was wir geschossen haben, über dem
Tier unseres Panzers, deswegen mehr Erfahrung. Schauen wir ganz kurz hier auf den detaillierten Report. 11-mal geschossen, 9-mal getroffen, 8-mal penetriert. 1713 Unterstützungsschaden haben wir noch eingesammelt gegen den Löwen und die anderen Panzer, die da so im Hintergrund standen. Das Gefecht hat 6 Minuten gedauert und wir sind mit 38.000 Credits hier rausmarschiert. Also, das waren aber, und wie gesagt, das möchte ich zu bedenken geben, das waren die beiden besten Runden, die ich nach, keine Ahnung, wie viel Gefechte ich jetzt habe, 20 oder 30, waren das die beiden besten Gefechte in dem Panzer. Und ich denke, ihr habt allein an der Einziehzeit etc., an der Mobilität auch schon ein bisschen gesehen, wo es denn hapert. Also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass man den mit einer anderen Spielweise, mit einer eher TD-lastigen Spielweise sehr gut fahren kann. Für mich persönlich, für meinen Spielstil ist er nichts. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, muss man für den Panzer keine Free XP opfern. So schlecht ist er dann nicht. Den kann man ohne weiteres entspannt durchgrinden. Und dann beim 7er schauen wir mal weiter. Das zeige ich euch dann auf jeden Fall spätestens nächste Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.